Die Pläne für die Umgestaltung des Hauptplatzes in Amstetten sind fertig und wurden im Rathaussaal der Öffentlichkeit präsentiert. Aus allen Ideen, an denen sich auch die Anrainer und Bürger beteiligten, wurde ein Plan für den Umbau geschaffen. Ja, wir machen eine Teilentsiegelung und der Asphalt wird durch die Begegnungszone sehr, sehr schmal gehalten, dass man nur mehr mit 20 km/h über den Hauptplatz quasi fahren kann. Und somit passt der Autofahrer auf den Fußgänger auf und der Fußgänger auf den Autofahrer. Und natürlich der Radfahrer ist ganz, ganz wichtig. Der bekommt einen sehr, sehr großen Radstreifen. Und am Ende des Tages gilt es natürlich, die Temperatur im Sommer zu senken. Wir haben einen wunderbaren Brunnen, der ist in der Fläche gestaltet. Das heißt, da haben wir sehr viel Verdunstung und das trägt natürlich auch zur Kühlung bei. Und sehr, sehr viele Bäume werden nach dem Schwammstadtprinzip gepflanzt. Die Bürgerbeteiligung wurde im Vorfeld professionell organisiert und die Vorschläge ausgewertet. Es sind ja verschiedene Prozesse gelaufen. City Compass war zum Beispiel einer, Vision 2030. Und wir haben dann 2020 mit der Stadterneuerung dann hier nochmal verstärkt begonnen, das aufzuarbeiten. Und wir haben über 8000 Menschen jetzt mitgenommen, die sich auf unterschiedlichste Art und Weise dann eingebracht haben zum Thema Innenstadtentwicklung. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, wenn man so viele Menschen mitnimmt, ihre Ideen sozusagen dann in ein Projekt gießt, dass man dann auch etwas Qualitatives hinstellt, mit dem die Menschen dann hoffentlich die nächsten 20 Jahre dann wirklich eine Freude haben. Auf den ersten Blick waren die Bürger zufrieden mit dem Entwurf. Also mir gefällt das Projekt sehr gut, muss ich sagen. Mir gefällt auch der Prozess, dass quasi die ganzen Unternehmer und auch Privatleute eingebunden werden, sehr gut. Und man kriegt wirklich viel Information vorab schon. Also das finde ich recht gut gelöst. Ich finde das Projekt da am Hauptplatz eigentlich recht gelungen und vor allem herausfordernd. Ich finde es eigentlich sehr notwendig, dass vor allem Bäume in die Stadt kommen. Denn diese Hitzeinseln im Zentrum, die kennen wir aus der Vergangenheit. Und ich denke, dass das ein sehr positiver Impuls ist für Amstetten, diese Entwicklung, die es jetzt nehmen wird. Das Besondere ist, ich denke, es hat noch nie so viele Räume gegeben, wo die Menschen verweilen können. Das heißt, man sitzt unter einem Baum ganz anders, als wenn man unter einem Sonnensegel zum Beispiel eben sitzt. Und was wir noch zusätzlich machen, ist, wir vernetzen unsere Plätze. Also dieses Netzwerk der besonderen Plätze, sei es eben bei der Stadtpfarrkirche, bei der St. Stephan oder eben dann bei den Grand Parks und Besal Parks. Es sollte alles miteinander kommunizieren und Mütter mit Kindern sollen sie dann, wenn es heiß ist, dort immer wieder einen Schattenplatz finden, aber genauso auch die ältere Generation. Ich glaube, das ist etwas Wichtiges und alles, was wir hier jetzt machen, ist in Wahrheit im Auftrag der nächsten Generation. Und ich glaube, das müssen wir uns immer wieder vor Augen vorhalten, dass wir etwas übergeben müssen, das dieser nächsten Generation wirklich auch einen Spielraum wieder gibt. Nachhaltig bauen im Sinne aller Generationen. Das sollte mit diesem Plan gut gelingen.